Lametta. Im Advent, so kurz vor Weihnachten, da geht's hektisch zu. Von morgen bis abends grad gar keine Ruhe. Es wird ketzt, anprobiert, kauft und gemessen. Hat man denn noch niemand nicht vergessen? So war's vor ein paar Jahren an Heiligabend, dass dann auch noch ein Sonntag war. In der Kirche sind wir gekocht mit der Kinderschar. Da sagt meine Frau zu mir, tu dich nicht drücken, du musst halt noch den Christbaum schmücken. Weil Widerrede meistens nichts nützt, habe ich kurz drauf auch schon geschwitzt. Den Baum gestutzt, Löcher bohrt und gesägt und in der Ständer eingelegt. Dann kommen Kugler, Kerzen, Sternler und Gripperfiguren mit Laternler. Und zum Schluss, ja Himmelwetter, ich find nirgends das Lametta. Der Frau wird ganz heiß und stotterig, sagt sie, ja ich weiß, letztes Jahr war es arg verschlissen, darum habe ich es damals gleich weggeschmissen. Und in dem Chaos von die letzte Tag bei meiner Arbeit, Mühe und Plag, habe ich es vergessen heuer. Ich will mir eins vom Nachbarn leihen. Die Nachbarn links, rechts, hinter denen, haben wir auch keins leihen können. Wir gucken uns auf verdrossen, die Läden sind ja auch schon geschlossen. So habe ich zu den Kindern gesagt, das Jahr gibt's keins zur Weihnachtszeit. Die Jungen haben dann geheult und blärt, bis meine Frau hat erklärt, hört's auf mit dem Gezeter, ich besorge euch schon ein Lametta. Ich konnte es zwar noch nicht begreifen, wo nimmt ihr her die Silberstreifen? Sie geht in Kich und sucht ein Messer und nimmt die Dose Hengstenberg Mildessa. So denkt sie nicht lang nach, da liegt die Lösung eingebettet, das Weihnachtsfest, es ist gerettet. Schnell haben wir der Deckel aufdreht, das Kraut blattdruckt so gut wie es geht, zum Trockner einzeln aufgehängt und dann noch geföhnt, aber nicht verbrennt. Die trockene Streufe recht verblichen, mit Silberlack angestrichen auf beide Seiten, Silberkleid, oh freue dich, du Christenheit. Der Christbaum war einmalig schön, wie selten man noch einen hat gesehen. Eine Woche danach hocke ich im Sessel, der Bauch noch voll mit Weihnachtsessen, wieder der Sonntag und Silvester. Sag ich zu meiner Frau, du weißt schon Bescheid, heut komme ich noch zur Abendszeit, Donderers, Oblingers und die Kathi zu unserer Silvesterparty. Es gibt ein Essen wie bei die Fürsten, nämlich Sauerkraut mit Würstler. Sie schreit auf, entsetzt hat sie geschaut, am Christbaum hängt ein Sauerkraut. Hat sie vergessen, ein Eis zum Besorgen, dann muss man's halt beim Nachbar borgen. Die Nachbarn links, rechts, hinter denen, haben auch keins leihen können. Wir gucken uns auch verdrossen, die Läden sind ja auch schon geschlossen. Wieder war's meine Frau, die uns hat kennt Retter, nimmt runter vom Baum das schöne Lametta. Mit Terpentin und viel Bedacht hat sie die Silberfarbe abgemacht. Das Kraut noch gründlich durchgewässert, mit ein bisschen Essig noch verbessert, dazu noch Nelke, Pfeffer, Salz und ein großer Löffel Butterschmalz. Warm gemacht mit einer großen Hitze, das Kraut, das funkelte und blitzte, wo mir das Kraut dann später haben serviert, ist noch Folgendes passiert. Die Lori, die musste niesen, aus ihrer Nase, da sah man sprießen, 1000 kleine Silberstern, die Kathi sagt, mei, so hab ich's gern. Und die Moni sagt zu ihrem Don, die Schatz, dein Goldzahn hat halt einen Silberglanz. Und der Bub, der musste mal. Und er schreit, Mama, ich hab heute einen Silberstrahl. So gab's nach dem besonderen Gericht auch noch mehrere so lustige Geschichten. Wie es dann heimgegangen sind, die Gäste, haben's gemeint, es war ja schon ein schönes Festle. Doch dein Stub wär noch viel netter, hätt's am Christbaum gehabt Lametta.